Conan Exiles Age of Sorcery gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich habe es noch nicht gespielt und das neue Update namens Age of War ist schon in den Startlöchern. Also habe ich mir gedacht, lass mal den Stream anschmeißen und eine Runde Conan Exiles spielen. Diesmal nicht auf Savage Wilds, sondern auf der klassischen Map im Land der verdammten Exiled Lands. Und was da so alles passiert ist, das möchte ich euch gerne jetzt hier auf YouTube ebenfalls zeigen. Viel Spaß. Wird fertiggestellt. So, hier hängt Lexan, Pikte, wegen folgender Verbrechen verurteilt. Alkoholmissbrauch. Woher wissen die, dass ich im Urlaub war? Woher wissen die das? Das ist verrückt. Die schlechte Straße. Guck mal, das sieht doch auch schon anders aus hier. Das kenne ich nicht so. Den Rauch in der Nähe untersuchen. Okay. So, lass mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Wasser... Warte, erstmal holen wir ein paar Steine. Steine finde ich gut. Ich mag Steine. So. Was? So, hier komme ich nicht ran an die Kisten. Hier schon. Oh, lecker. Gegrillte Keule. Wie war das nochmal mit F? Ich glaube, mit F konnte man alles nehmen, ne? So, ich sammle einfach mal weiter. Wir brauchen eh ganz viel davon, damit wir uns Klamotten bauen können. Bin etwas so unruhig hier, weil hier irgendwas rumflattert. So, Reisefortschritt abgeschlossen. Steine nehme ich noch mit. So. Okay, wir sollen den Rauch untersuchen. Dann mache ich das mal. Hallo? Wie denn? Kleidung soll ich herstellen? Da stand doch eben, ich soll den Rauch untersuchen. Na gut, so. Wir stellen jetzt erstmal eine Hose her. Eine. Einmal Handschuhe. Einmal Oberteil. Dann hätte ich gerne eine Spitzhacke. Aber wir brauchen noch Äste. Okay, Äste müssen wir noch finden. Und das müssen wir alles noch finden. Eine Fackel hätte ich gerne, können wir auch noch nicht. Eine Wasserflasche brauchen wir, Leder. Und ein Bettchen wäre auch cool, aber wir brauchen auch dafür Äste. So, ja, ich kletter erstmal hoch. So, Schuhe. Hatte ich jetzt auch Schuhe? Ne, Schuhe fehlen noch. So, dann haben wir erstmal das und dann nehmen wir noch ein paar Verbände. So, dann kletter ich nochmal hoch. Hallo? Wir laufen mal weiter. So, hier ist was. Ah ja, hier ist die Wasserflasche. Sehr gut. Betrinkschlauch. Und ein Brief. Es ist sehr beunruhigend hier vorne. Ast. Da können wir nämlich wenigstens gleich schon mal so ein Schwert oder sowas bauen. Das wäre echt gut, dass ich mich zumindest ein bisschen verteidigen kann. So, wo sind wir hier? Ich wollte noch irgendwas bauen. Ich habe eine Spitzhacke, ich habe eine Axt. Abheudemesser nehmen wir auch schon mal mit. Fackel haben wir. Wasserflasche haben wir. Haben wir hier. Und wir bauen uns noch ein... Schlafsack, dafür brauchen wir aber erstmal ein paar Dinger hier. Moment. Ganz Attributpunkte setzen. Warte, mach ich gleich. Geh gleich los. Ich noch ein paar Äste mit, ne? Steine. Wir machen einen. Da brauchen wir Leder für. Wir machen den klassischen. Eine klassische Faserbettstatt. Und noch eine zweite, wenn wir schon dabei sind.
So, wie sieht es denn nahrungstechnisch aus? Wir gucken gleich mal. Okay. Also, Attribute. Was empfehlt ihr? Das sieht ja immer jeder so ein bisschen anders, ne, mit den Attributen. Also ich tendiere jetzt erstmal schon mal auf den Punkt Stärke und Stehvermögen, oder? Stehvermögen plus Kompetenz. Ich mach nochmal Stärke, wir müssen uns gleich verteidigen, vermutlich. Und bei Wissen machen wir später. Sei ruhig! Kackvieh. Ich brauche ein Schwert. Nein, warum machst du jetzt einen Verband? Och Mann. Ich habe einen Verband genommen, so ein Quatsch. Also, hier muss ich Krokodile häuten, ich muss Leichen häuten, ich muss Mekamoses Turm aufsuchen, Golem-Teil herstellen und einen Golem erschaffen. Oh Gott, was es hier alles Neues gibt. Und dafür habe ich Zeit, 21 Stunden oder was? Schließ die Herausforderung ab, um Battle Pass Stufen freizuschalten. Okay, und dann kriege ich die Stufen und dann kann ich hier die Sachen freischalten. Okay, 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 cool, cool, cool. Also das finde ich übrigens sehr, sehr cool. Habt ihr irgendwelche Ideen für einen tollen Bauplatz? Und zwar hier in den Anfängen. Ich gehe mal kurz auf die Map. Weil hier so in der Wüste... Ich finde ja eigentlich das hier ziemlich nice. Obwohl ich wenig von der Karte gesehen habe. Aber das ist natürlich hier schon fortschrittliches Gebiet, ne? Oh no. Oh Gott. Ich mach dich platt. Komm her. Hallo? Ignorier mich nicht. Ich gehöre zu einer Kriegerrasse. War das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Der hat immer Schwarzeis gebaut. Stimmt. Ich erinnere mich an seine krasse Festung. Weg ist der Teufel. Und ich bin blutig. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Ja. Sehr gut. So. Eine Handvoll Insekten. Hier sind ganz schön viele Gegner. Oh, ist so schön wieder hier zu sein, Leute. Oh mein Gott, das ist ein Krokodil. Oh nein. Ich werde mal ein bisschen in die Richtung. So, hier ist schon mal sehr, sehr schön. Könnte sein, dass hier irgend so ein Stamm ist oder sowas. Mal gucken. So, da ist ein Stamm. Oh nee, das ist nur einer, ne? Aber die, nee, zwei, aber die sind aggressiv, glaube ich. So, da hinten. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Da weiß ich noch, da ist so ein Fluss. Und, bauen wir. Oder da hinten könnte man vielleicht auch bauen. Hier, glaube ich, sollte ich mich. Mit denen sollte ich mich noch nicht anlegen, ne? Ich glaube, ich möchte ins Grüne, Leute. Vielleicht machen wir es erstmal so, dass wir eine kleine Base bauen. Eine Vorab-Base. Wieder? So? Hier vorne vielleicht am Wasser. Hier haben wir auch ein paar Bäume. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich sollte ein Stückchen weiter nach links gehen, vielleicht. Oder hier vorne. Oh, genau. Dahin, wo das Krokodil ist, da werde ich hin, da möchte ich wohnen. Mein Lieblingsplatz. Wir bleiben erstmal hier unten kurz, bis wir uns ein bisschen hochgebaut haben. Was? Was? Was war denn das? Und wo? Hä? Was war das gerade für ein Geräusch? Und wo kann ich interagieren? Was war das gerade? Krokodil?
Oh. Oh, hier sind zu viele Buddies. Okay, hier sind zu viele gefährliche Leute. Wir gehen wieder ein Stück Land einwärts in die Richtung. Und bauen einfach mal kurz 1, 2, 3, 4 Foundations und... Was ist das für ein Geräusch? Ach, hier! Oh mein Gott! Dirnentagebuch 4. Moment, ich habe Kabelsalat. Hätte ich von den Krokodilen gewusst, hätte ich es durch die Wüste versucht. Die schuppigen Ungetüme folgten mir in einiger Entfernung und ich dachte, ich hätte sie abgeschüttelt. Von wegen, so viel Glück hatte ich nicht. Eines der größeren Exemplare schoss aus dem Wasser und zerriss meine seidenen Tanzgewänder, sodass ich mit gewöhnlicherer Kleidung Vorlieb nehmen musste. Zum Glück schien das Krokodil mehr am Spiel mit meinen Tüchern, als an mir interessiert zu sein, wodurch ich entkommen konnte. Ich bin erschöpft und werde hier lagern, bevor ich weiter nach Norden ziehe. Ich habe einen Turm gesehen, der sich gen Himmel reckt. Er soll mein Ziel sein. Dieser Turm. Dieser Turm dort hinten. Nun gut, wir gehen... Wo ist das Krokodil eigentlich? Ist weg. Wir gehen... Da ist der Stamm. Hier vorne an die Ecke, würde ich sagen. Ach nee, da war das Krokodil. Okay. Ich brauche aber Bäume. Wir können nicht so weit von hier weg. Ich hab's geahnt. Jetzt verfolgt mich das Krokodil für immer. Was ist das? Oder? Es haut wieder ab. Okay, gut. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Hier so. Hier finde ich gut. Ob ich das wegkriege? Ich habe nämlich ganz schön Leben verloren. Weil hier ist auch ein Krokodil. Okay, noch ein Stückchen hier hoch. Dann hier hin. Mein Magen knurrt. Hier vorne. Hier bleiben wir jetzt. Hier vorne. Hier ist schön. Hier beim Bau, ne? Steinmetz. Hier. Nee, das ist was anderes. Sonne? Bauhammer. Ach. Seit dem Update ist ja alles anders. Ich brauche einen Bauhammer. Natürlich. Danke für den Hinweis. So, ein bisschen Holz. Ein bisschen, ein Müh Holz. Konstruktionshammer herstellen. Okay, let's go. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Oh Gott, ich war nur ganz kurz mal in dem Game drin, als das neu gemacht wurde. So. Auf der 2. Ah, alles klar. So, und dann können wir... Auf F können wir gucken, was wir alles haben. Aus Sandstein. Aktuell nur aus Sandstein. Oder aus Strandgut. Und ich muss sagen, dass ich jetzt für die erste Bude wieder Strandgut nehmen würde gerne. Weil das einfach für so eine erste Bude ganz angenehm ist. So, dann haben wir hier Werkstätten und Dekorationen. Mehr habe ich noch nicht gelernt. Okay. Wir machen jetzt erstmal Strandgut, eine Strandguthütte. Hier. Foundation. Ich mach sie ein bisschen höher, ja? Das Krokodil macht mir ein bisschen Sorge. So, ich brauche Holz. Und ich glaube, ich kann das auch alles aufnehmen, ne? Auch ohne Mod kann man das ja mittlerweile aufnehmen. Left Mouse Button. Ah, alles klar. Wir gehen ein bisschen in die Richtung. Nicht zu tief, ja. Ich bleib ein bisschen weiter oben. Machen wir lieber noch eine Treppe ran. Ich glaube, das ist besser. Ein bisschen weiter weg von dem Krokodil. Wie kann ich das hochmachen? Ich werde sterben. Ich werde einfach sterben, Leute. Nein! Oh, Mist. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich komme nicht an mein Schwert. Komm nicht an mein Schwert.
Lauf mal kurz in die Richtung. Ich lauf einfach mal weiter. Wir sind gleich wieder. Ich komme gleich wieder zurück, wenn ich Ausdauer habe. So, Moment. Schwert. Okay, let's go. Jetzt wird's auch noch dunkel. Ich flipp aus. Ja, das war ein Krokodil. Das kriege ich nicht. Alter! Wo? Da. Ich probier's, Leute. Ich mache aber erstmal hier so eine Bettstatt hin. Hier vorne. So, Spawnpunkt aktualisiert, okay? Ach, per E-Mail. Ah, alles klar. So, Spawnpunkt aktiviert. Ich probiere es jetzt. Wo bist du? Komm her jetzt. Ich sehe nichts. Da. Hallo? Da. Komm her jetzt. Ich will jetzt, dass du hier verschwindest. Mann. So. Ich finde übrigens den Baumodus ziemlich cool. Der vereinfacht einiges, ne? Klamotten sehen ja furchtbar aus. Grauenhaft. Ich bin sehr froh, wenn wir irgendwas Schickes haben werden, damit wir wieder wunderschön aussehen hier. So. F. Wir machen 2x3. Das muss reichen. Ich hätte gerne hier vorne eine kleine Treppe. Haben wir eine Treppe? Ich habe keine Treppe. Ich habe einfach nicht genug Punkte, wa? Doch, ich habe 2 Punkte. Stairmaker. Benötigt Level 6 und du bist Level 5. Stand das da irgendwo? Ich habe das nicht gesehen, ne? Ich habe das nicht gesehen. Stufe 6. Alles klar. Alles. Jo, alles klar. Okay, danke. Bergungstreppen. Treppenbauer. Aha. Also doch. Wir können also auch mit Stufe 6 dieses diese tolle Treppe bauen. Okay, wir machen das. Wenn wir Stufe 6 sind, dann schalten wir das frei und dann machen wir hier Bergungsgut-Treppenbauer. Jawohl. Passend. Passend zu dem Rest. Okay, so, dann brauchen wir jetzt ein wunderschönes Dach. Naja, wunderschön ist gut. Ich nehme mal das hier. Das hier. Dann die andere Seite. Und dann werden wir... Was nehmen wir dann? Was müssen wir... Was ist das hier? Invertierte Treibgutmauer. Schrägdachelement. Und wir brauchen, glaube ich, das hier. Wir brauchen das, ne? Nee, doch. Wir brauchen das. So. So. Ah, toll. Toll. Unser erstes Haus. Genau, mit wunderschönem Geländer werden wir hier diese Treppe bauen. So, wann kriegen wir denn den nächsten Level? Ich werde mal ein bisschen was... Wollen wir was töten gehen? Ich packe uns erstmal kurz hier auch noch den anderen Schlafsack hin. Hier rein. So, Spawnpunkt aktualisiert. Los, töten gehen. Okay, let's go. Lass uns töten gehen. Wo bist du, Krokodil? Komm her. Zeig dich. Hm. Schaffen wir den? Was meint ihr? Huhu. Was ist denn jetzt? Hallo? So gut. Heftig. Ich schaff das. Ich schaff das. Wir haben Fleisch. Wir machen uns ein Lagerfeuer. Wow. Okay. Und mit der 6.
Ah ne, jetzt habe ich nur Reptilienhaut. Wir müssen, glaube ich, mit der Axt abbauen, ne? Nee, wo habe ich... Hä, wie kriege ich denn Fleisch? Ach, da brauche ich dieses Steinhackmesser. Okay, wir brauchen Steine, Moment. Wir brauchen das Hackmesser, damit ich Fleisch rauskriege. Übrigens sehr cool, dass wir hier auch Eisen haben. Fleischermesser machen wir. Dann holen wir uns das andere Krokodil auch noch. So, herstellen. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen was zu essen machen, glaube ich. So, auf der 5. Okay. Lass erstmal los. Da hinten war noch eins. Gibt es da auch schönere Dächer? Definitiv, aber nicht bei diesem... Bei diesem Strandgut-Ding. Da hatten wir, glaube ich, nur dieses Tuchzeug. Soviel ich weiß. Warte mal, kann ich hier leveln? Ich gehe noch mal ein bisschen auf Leben. So, wo ist der andere? Hier. Hallo, na? Wie war noch mal der Special Move? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin gleich tot. Oh, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Da gab es doch irgendwie so eine Power-Attacke, wenn ich mich recht erinnere. Der hat nur Wildfleisch. Na toll. So. Okay. Wir machen uns lecker Fleischfetzen. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Mit Holz. Let's go. Was können wir noch machen? Wir können auch noch irgendwie Samen machen oder sowas, ne? Wie war das noch? Ah, ne, da brauchen wir noch irgendwas anderes für. Hier. Grühl? Ne, wie hieß denn das? Irgend so ein Brei? Oder ist das diese Grütze hier? Heißt das Grühl? Das hieß doch anders. Schleimsuppe. Dafür brauchen wir Pflanzenfasern. Und dann macht er uns hier lecker Schleimsuppe, die wir selber essen können, aber später auch unseren Leibeigenen zur Verfügung stellen, ne? Macht er das alleine? 4 Stück. Okay. Was ist denn Grühl? Wahrscheinlich auch sowas. Hier so ein Fischding müssen wir uns auch bauen, ne? So, jetzt Kiste. Dann können wir ein bisschen Stuff hier lassen, das ist gut. Jetzt brauchen wir Zwirn. Aber ich habe keine Fasern mehr. Okay, wir laufen. Womit konnte man Fasern nochmal am besten abbauen? Mit dem Schwert? Nee, mit der Axt. Habe ich jetzt nur Insekten bekommen? Mit der Sichel. Haben wir eine Sichel? Na, sicherlich. Habe ich eine Sichel? Ich glaube, die kann ich erst später bauen. Ich glaube, das war weit auch später. Ja. Eisenwerkzeuge. Eisensichel. Da brauchen wir Stufe 10, um das dann freizuschalten. Okay, alles klar. Dann mache ich erstmal mit der Hand. Weiter. Hast du schon die Startzauberhöhle gefunden? Nein. Normalerweise, ich habe jetzt mitbekommen, dass man eigentlich hingeleitet wird über eine Quest. Also es müsste ja eigentlich eine Quest kommen. Ein Reisefortschritt. Und dann mal gucken, wo die ist. Von Age of Sorcery. Also wenn das im Startgebiet ist, dann müsste das ja irgendwo in der Nähe des Flusses sein. Oder halt bei den Clans hier irgendwo. Habe ich gerade ein Krokodil gehört? Welches gerne verprügelt werden möchte. So, wir packen jetzt erstmal ein paar Sachen hier ein. Und zwar, ohne das Fleisch muss gebraten werden. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Brauchen wir nicht. So, let's go. Wir machen ein bisschen Fleisch. Dann haben wir ein bisschen Schleimsuppe. Die nehmen wir auch mit. Ich bin überlastet. Okay, ich lasse sie hier.
So, Gammelfleisch. Ich habe gerade Gammelfleisch gegessen. Glaube ich. Habe ich das gegessen? Und ich würde jetzt tatsächlich hier vorne nochmal links ein bisschen runterlaufen und erstmal gucken, weil da auch diese Statuen und sowas waren, ob da irgendwas zu finden ist. Ich könnte mir das gut vorstellen. Auch vorne an dem See, wo ich beim ersten Mal gebaut habe. Wir müssen unbedingt Ausdauer. Enghalsspanne. Dein Schwert ist nicht gut. Wieso? Keule ist besser. Ich habe immer mit Schwert gearbeitet, ne? Muss ich ehrlich sagen. Jedes Mal bei Conan Exiles. Weil die Keule, glaube ich, irgendwie viel zu langsam war. Oh nein. Nein? Du bist zu langsam. Du bist viel zu langsam. Hä? Ach, da oben. Hallo, na? Komm da runter, wenn du dich traust. Hallöchen, Love New Zealand. Ebenfalls schön, dich wieder zu lesen. Den kann ich dich ja nicht. Bisschen viel Blut für einen Gegner, ja, ne? Bisschen doll blutig, das Ganze. So, kommt der jetzt noch runter hier oder muss ich zu dem hoch? So, Moment, wir gucken jetzt nochmal hier weiter. Hast die Messer schon benutzt? Die kleinen, die habe ich noch nicht freigeschaltet, aber die sind gut, das stimmt. Die kleinen, diese hier. Wo sind sie? Das können wir natürlich auch machen, ne? Hier ist der Schläger, den meinte Gunther. Und Bogen habe ich auch noch nicht freigeschaltet, ne? Die, hier, Scharmützler. Scharmützler auf jeden Fall, cool. Aua, 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 aua. Nein, nicht jetzt, nein. Nein, nicht jetzt. Ich darf nicht sterben. Ich muss weiterlaufen. Ich muss... Oh, wie das runterrollt. War das sonst auch so? Tschüss. So, ich muss das hier bauen. Wir brauchen Stein, Zwirn und Ast. So, okay. Ast kriegen wir, glaube ich, mit der Spitzhacke. Nee, da kriegen wir Rinde. Ast kriegen wir mit der Sichel oder so. Ich habe eine Bettrolle gesetzt. Ich habe eine Bettrolle gesetzt. Hier sind wir. Alles gut. Stein. Würm. Ich brauche Fasern. Fasern? Hallo? Fasern. Wie kriege ich nochmal Äste, Leute? Petraupe? Ih, was war das denn? Ih! Nein, nein, nein. Geh bitte wieder. Danke. So, ich hau Bäume um. Aber da kommen keine Äste raus. Doch, drei. Okay. Nein. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich will doch hier nur einfach eine coole neue Waffe bauen. Ja, haut nicht ab, ne? Und ich habe keine Ausdauer mehr. Mit der Pike soll ich abbauen? Nein. Scheiße. Den schaffe ich nicht. Der wird mich töten, Leute. Hallo? Wie
kommt nur Rinde raus. Sag mal. So. Okay. Also, mit der Axt wieder. Ich hole jetzt mit der Axt noch ein paar Äste raus. 9. Da kommen noch ein paar mehr hier aus dem trockenen. Aus dem trockenen Ding. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Oh mein Gott. So, okay. Könnte denn hier eine Höhle sein? Aber nicht in dem Spinnending. Ich erinnere mich an eine Spinnenhöhle, aber die war woanders. Hier, Ast, Ast. So, okay, wir haben jetzt mal diese hier. Und dann probieren wir die auch gleich mal aus. Mal gucken, wie die so sind, ja? Bleib doch stehen. Hallo? Kann das sein, dass ich schon da bin? Rein zufällig hier angekommen bin? Wer war das gerade? Ein Geist. Gallamans Grab. Bin ich richtig? Ich sehe nichts. Wir brauchen eine Fackel. Fackel hierhin. Spannend. Oh. 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 Die werden mich töten. Okay, wir bauen fix eine Faserstätte draußen. Wir brauchen eine Faserstätte, sonst wird's böse. Ein Bettchen, ein kleines. Ist das eine gute Idee? Ja, ist eine gute Idee, ne? Ist eine hervorragende Idee. Wir müssen jetzt eine Faserbettstätte haben. Gebäude ist hier nicht zulässig. Wir müssen ein Stück nach außen. Wie weit muss ich weg? Hier kann ich. So, gut. Wir haben jetzt hier eine kleine Bettstadt. Das ist sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich auch hier nochmal das Aloe-Zeug reinbasteln. Und wir werden jetzt mal mit diesen Dingern da reingehen. Ich bin gespannt. Es sind 3 Krokodile, die ich gesehen habe. Es ist sehr dunkel, aber ich kann jetzt keine Fackel nehmen. Hallo? Na? Oh Gott. Okay, ich bin gleich tot. Lauf, 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 lauf. Mehr Kackvieh. Huch. Lauf. Lauf weiter. Wo ist denn der? Hä, hier war da noch einer. Oh mein Gott.
So, ich hole lieber andere Sachen raus mit dem Schlachteding, ne? Deswegen mit Schwert. Ja, ich finde auch. Also, diese kleinen Messerchen sind schon cool. Die sind sehr, sehr schnell. Ich finde die jetzt eigentlich ganz gut, aber wir haben viel zu wenig Ausdauer dafür. Wo ist das dritte Krokodil? Laufe ich gerade wieder zurück? Hier ist das Krokodil. Krokodile heute Progress 1 von 5 und 3 Dinge in Summe. Da ist noch ein Krokodil. Oh nein, da kommen immer... Hä, das sind ja schon wieder 3. Hä? Lauf. Ja, Beweglichkeit kann auch sein, ja. Speer wäre auch eine gute Nummer. Aber Leute, wenn da immer wieder die Viecher nachspawnen, ne? Dann kann ich das vergessen. Wo ist er jetzt? Es bleiben einfach 3. Ich glaube, wir müssen hier drinnen bleiben. Ich muss die hier drinnen töten. Ansonsten komme ich nicht weiter. Immer wieder, wenn ich rauslaufe, spawnen die immer wieder nach. Das ist wie bei Miss Survival wahrscheinlich. Die setzt sich immer zurück, weil du immer rausrennst. Genau. Aber ich vermute mal, das ist nicht die Höhle mit der Age of Sorcery-Geschichte, oder? Oder ich bin einfach wirklich zu klein. Ich bin einfach zu klein. Punkt. Also ist das jetzt die Age of Sorcery Höhle, um Zauberei zu lernen? Ja oder nein? Oder bin ich völlig falsch? Die müssen wir hier später machen. Oh Gott. Ja, ist sie. Okay. Okay. So, wir haben hier eine Galamantsgrab. Das ist ja markiert. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt haben wir aber unsere Base nicht mehr, ne? Nein? Nein, ist sie nicht? Ist sie nicht? Ah ja, okay. 2 gegen 1. Doch. Ja, nein, doch. Ich muss, Leute, wir müssen mal ganz, ganz, ganz kleinen Break machen. Ich muss mich mal irgendwo hier in Sicherheit stellen. Ich muss tierisch, pinkeln. Der Kaffee, Leute. Der Kaffee. Wie kann ich mich denn hier sichern? Bleibt jetzt hier irgendwo stehen und ihr müsst aufpassen, dass nichts passiert. Und wenn irgendwas passiert, müsst ihr eingreifen, okay? Ich stelle mich hier irgendwo an den... Nein, nicht da. Nein, da nicht! Keine Ausdauer! Okay, diese Dinger sind wirklich schneller, ne? Ja, jetzt komm schon. Puh, okay, 6. Und... Bin überlastet. Toll. Was schmeiß ich weg? Holz. Von hinten ran. Ja, ja, ich habe es versucht vorhin, aber irgendwie drehen die sich immer so schnell. Okay, ich stelle mich. Ich bin auch ganz schnell. Ich laufe ganz schnell. Das dauert nicht lange. Ich gehe jetzt auch nicht in den Pausebildschirm oder sowas. Stell mich hier hin. Und ihr müsst aufpassen. Und wehe, ich lebe nicht mehr, wenn ich zurückkomme. Oh Gott, das ist ein Krokodil. Oh nein. Oh nein. Das kommt jetzt bestimmt nicht her, ne? Ich glaube, das kommt nicht her. Ich glaube, wir sind safe. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich oder vielleicht auch übermorgen.
So oder so ähnlich war dieser Spruch. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen lieben Dank, dass ihr beim Stream dabei wart. Wenn ihr live dabei sein möchtet, beim nächsten Mal Conan, dann kommt doch gerne auf twitch.tv/lakesun. Aber hier geht es auf jeden Fall auf YouTube weiter in ein oder zwei Tagen. Ich glaube, übermorgen wird der zweite Teil folgen. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder einschaltet und mir einen Daumen hoch da lasst. Macht's gut. Bis dann. Ciao.